Aber das weiß nicht. Einer meiner Mitbewohner macht gerade die Tür auf. Und 4000 Erfahrungspunkte. Aber für einen Levelaufstieg, wie ihr wisst, braucht man ja immer ewig viele tausende Erfahrungspunkte inzwischen. So, und du bist der Letzte, oder? 10 Damage und 12 fürs Horse. Ah. Das ist natürlich wieder heikel. Aber wo ist... Ah ja, natürlich. Wo ist die Lanze? Hat sich natürlich schon geklärt, diese Frage. Ja, und haben wir es geschafft? In dieser verdammten Nebelsuppe? Haben wir es geschafft? Juhu! 42. Sea Raider haben wir hier gekillt. Und dafür kriegen wir jetzt... Oh, Ausrüstung, Ausrüstung, Ausrüstung. Und zwar richtig, richtig viel und richtig gut. Da, haha, da hätten wir es auch nicht besser treffen können. Hätten wir eine Karawane oder sowas ausgeraubt. Wunderbar. Alles hier so im 200er Bereich. Oh, toll. So, 116. So, dann nehmen wir das noch mit und das noch mit und das noch mit und das noch mit. Ja, und, das und das kann auch noch weg. Und danach sind wir wirklich hier bestückt bis zum geht nicht mehr. Toll. Ah, oh, juhu. Alles an alleine. Alles verdanken wir alleine den Sea Raidern. So, so rum. So, und jetzt habe ich mir gedacht, um das Ganze mal wirklich zu einem würdigen Abschluss zu bringen, um wirklich mal Richtung richtiges Zuhause zu halten. Oh, Sea Raider. Ups. Ah, 4. Charge the enemy. Um das zu machen, reiten wir mal nach Sargoth. Und ich hoffe mal, dass wir die jetzt auch irgendwie finden werden, diese 4 Sea Raiderchen. Wäre doch echt schade, wenn nicht. Da sind sie schon. Aha, hallo. Ich hab euch gar nicht gesehen, im ganzen Leben hier. Tut mir leid, aber jetzt gibt's dafür ordentlich eins auf die Omme von Yasunata, dem Weißen, höchstpersönlich. Zap. Und einer ist noch übrig und den klären wir jetzt. Genau. Wuhu. 226 hat der andere gekriegt von mir. Oh, das haut ordentlich rein. Und jetzt kriegen wir noch mehr Zeugs. Juhu, Tattered Leather Jerkin. Da können wir das gleich mal wieder auspacken alles. Pom, 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 pom. Das und das gegen das. Und hier muss doch noch irgendwas Billiges sein. Nee, es gibt nichts Billiges mehr hier. Oh, wunderbar. 116, okay, 156 natürlich. Oh, die nehmen wir uns auch noch mit. Haha. Und ab geht's nach Sargoth. Und in Sargoth werden wir dann wieder Zeugs verkaufen. Und dann mal vielleicht in Revardin gucken. Ups, was ist das? Looters. Och, ihr wisst ja gar nicht, mit wem ihr es zu tun habt. So, ab nach Sargoth. Also ziemlich letzte Amtshandlung erstmal. Ach, und jetzt verkaufen wir, verkaufen wir, verkaufen wir. Ordentlich, ordentlich, ordentlich nämlich hier. Naja gut, so viel wird es jetzt auch nicht. Du noch, genau. Und dann das hier. Ja, ist okay. Leider keine guten Bögen dabei. Strongbow ist das Einzige, was man uns hier anzubieten hat. Deswegen gleich mal weiter zum Rüstungsmann. Aha. So, 754. Was hast du denn da? Reinforced Plate Armor. Oh, das ist natürlich schön. Die hätte ich jetzt auch gerne. 59 zur Body Armor. Leider fehlt uns da noch ein kleines bisschen Geld. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Auf jeden Fall haben wir bisher ordentlich verdient in dieser Session. Wir haben ungefähr 16.000, glaube ich, gemacht. Oh, Horse. Was hat er denn hier an Pferden überhaupt? Spirited Warhorse. Ein Spirited Warhorse. 36, Maneuverability 35, Charge 19. Ach, das war ja die Geschichte mit dem Spirited Warhorse. Das ist halt, ja, ein Spirited Warhorse einfach mal. Aber wir können es ja auch mal nehmen eigentlich. Also, würde mir jetzt eigentlich nicht schlecht gefallen. Ich sag mal so, die Rüstung ist ein bisschen doof. Nee, da bleiben wir mal hier lieber bei diesem Ding. Bei dem Heavy Warhorse. Das ist okay. So, Headback. Ja, und King Ragnar ist anscheinend gerade zu Hause. Mhm. Das heißt, wir gehen mal zum Schloss und fragen mal los, was los ist. Dustum Khan, wer bist du denn? Kenne ich dich? Mein Name ist Jakinath der Weise. Ich bin Dustum Khan, Son of Jandakir Khan. Und rechtmäßiger
Oh, Khan der Kergiten, also ein Thronanwärter. Aha. Und ich dachte, Sanjar Khan ist da der King. Ah, und er ist ein Bruder von Sanjar Khan. Nein! Und. Oh. Und eine tragische Geschichte, genau. Bla bla bla. Und er denkt, er war der Favorit zu Zeiten seines Vaters. Und ja, Sanjar Khan hat sich natürlich unrechtmäßig den Thron erschlichen. Und wir können uns jetzt überlegen, wollen wir den Prakte? Dann wird geschaut. Wer ist es? Ach, es sieht nicht so aus, als ob das für mich wäre. Ich spiele einfach mal weiter. Yeah, letzter Bauer und tot. Ja, und ich wollte fragen, das wollte ich sowieso mal machen. Zwei Damage gekriegt, das wollte ich sowieso mal machen. Ich wollte mal fragen, seid ihr zufrieden gewesen mit Weihnachten? So wie alles gelaufen ist, also nicht nur geschenkemäßig, sondern ja, wart ihr einigermaßen zufrieden, so wie es abgelaufen ist? Friede, Liebe, Freude oder so? Kann ja sein, jeder verbringt da sein Weihnachten ein bisschen anders. Bei der Familie oder nicht bei der Familie, je nachdem. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Also mein Weihnachten war sehr schön. Da kann ich mich gar nicht beklagen. Ja, ihr könnt es ja mal schreiben. Klingeling. Die Weihnachtsglocken und so. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gleich mal sagen, wie euch der Jahreswechsel gefallen hat. Ob es da eher gut gelaufen ist oder eher schlecht. Oder ob ihr euch gute Vorsätze oder schlechte Vorsätze gemacht habt. Naja, egal. Wie gesagt, wenn es dann soweit ist, wenn die Folge hier raus ist, dann könnt ihr ja mal eure Gedanken dazu mitteilen. Es gibt bestimmt auch einige Enttäuschte. Ja, die gibt es immer. Aber naja, wie gesagt, mir hat es persönlich sehr gut gefallen. Auch, dass man mal was anderes Let's Play-mäßig gemacht hat. Ich glaube, ich bin ja immer noch dabei, ne? Im Moment mit diesem kleinen Let's Play. Werden wir ja sehen, wenn es dann soweit ist. Ja, und keine Ahnung. Jetzt wollen wir mal das Village Lion plündern und raisen. Oh, und der ist an mir vorbeigeritten. Er hat es gar nicht gesehen. Das wäre jetzt beinahe knapp geworden. Da hätten wir jetzt beinahe einen Lord abgekriegt. Ich hoffe mal, ja. 322 Dinare und mit leerem Inventar lebt es sich besonders gut, denn jetzt können wir hier wieder alles mitnehmen. Zap, 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 zap und ganz viel zu essen und ganz viel zu trinken und Werkzeuge und Leinen und ach, was nicht sonst noch. So, und vollgepackt mit tollen Sachen geht's jetzt ab nach Tier. 2,9, das ist unsere Geschwindigkeit im Moment, weil wir so schwer bepackt sind. Und ich hoffe, es lauern uns jetzt hier keine Sea Raider oder sowas auf. Das wäre ganz schön tragisch. 4,9. Wir sind langsam und verwundbar. Nee, also ich werde es mal versuchen. Ah, so viel dazu. Ach, das sind nur Looter. Looter gehen immer. Die Looter können meinetwegen looten, so viel sie wollen. Die sind auf jeden Fall auch nicht schneller als wir. Sehr schön. Das heißt, sie stellen keine Gefahr dar. Wir wollen nach Tier unser Zeugs verkloppen und dann mal gucken, ob die da vielleicht für uns was haben. Bögen oder. Na, die könnten auch gute Bögen haben. Ich glaube, die Rodoks sind ja eher so in Armbrüsten bewandert. Oh, 42 Sea Raider. Er folgt uns jetzt hoffentlich nicht. Das wäre echt schade, wenn wir jetzt so kurz vorm Ziel, kurz vor Tier nochmal in ein paar Sea Raider reinlaufen würden. Machen wir aber nicht. Alles ist super. Die Sea Raider können wir uns dann nachher noch vornehmen. 42 Stück, ich lache mich tot. Ja, und da sind wir. Und wir gehen erstmal zum Marktplatz. Ah, Balanced Sword of War. Was es nicht alles gibt hier in diesem kleinen Örtchen. So, wir verkaufen erstmal. Oh, und wir haben so viel Zeugs. Das ist alles so viel wert. Oh. Spice ist auf jeden Fall ordentlich viel wert. 848, jetzt müssen wir schon wieder rechnen, weil die alle so wenig Geld haben. Ja, ich glaube, das dürfte hinhauen. Haben die vielleicht einen guten Bogen für uns? Ein Warbow. Ein Warbow habe ich auch, Leute. Den brauche ich nicht. So, zweihändige Schwerter gibt es hier nicht so wirklich. Jedenfalls keine guten. 44. Nee, Balanced Sword of War. Nee, das ist noch ein bisschen besser. Okay, dann pay whatever you can. Oh, und hier könnte was Schönes sein. Ach, nee, nicht wirklich. Okay, das ist ein besser als unsere derzeitige Rüstung, aber die ist auch wesentlich. Also, die ist ja super teuer. Das geht ja gar nicht. Aber hier können wir auf jeden Fall. Oh, er hat 17.458 Dinare. Das heißt, hier haben wir uns wahrscheinlich das letzte Mal irgendwas Teures gekauft. Ja, deswegen können wir das mal alles loswerden. So, und ein Dorf bringt jetzt sage und schreibe fast 4.000 Dinare. Das ist schon ordentlich. So,
Handschuhe, Handschuhe brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Stiefel hat er nun gerade nicht. Iron Greaves haben wir hier. Splinted Greaves, nee, die wollen wir nicht. So, dann Return. Mal zum Horse Dingsbums. Was hat er für uns? Spirited Courser, Spirited Courser. Heavy Charger. Nee, einen Heavy Charger wollten wir ja nicht. Wir haben jetzt dieses Heavy Warhorse. Und das soll es auch erstmal gewesen sein. Ja, also hier ist nichts los. Keine Turniere oder sowas. Keine Turniere oder sowas. Und das heißt, wir können wieder mal auf die Push gehen. Und zwar nehmen wir uns jetzt mal endlich diese Loot davor, die wir, wo wir uns vorher nicht rangetraut haben. So. Und wir looten. Nee, wir looten nicht. Die wollen uns looten. Aber wir lassen uns das nicht bieten. Ach, und hätte ich jetzt so einen kleinen Wark, das wäre auch nicht schlecht, auf dem man reiten könnte. Da hätten die auch gleich viel mehr Angst, die Looter. Dann würden die sehen, ah, das ist kein gewöhnlicher Typ. Das ist Yakinato der Weise. Der hat sogar die Warks gezähmt. Nun weiß ich zwar nicht, ob es in Calradia überhaupt irgendwelche Warks gibt, aber ist ja auch egal. So, und hier mal immer schön ordentlich die Pfeile reingehauen. So, und du noch. Und du, Headshot. Und du. Und dann wahrscheinlich du auch noch. Du? Ja. Und du? Und ich sag mal so, das, was mich jetzt hier an Zeugs trifft, das juckt mich nicht im geringsten. Oh, und er hat hier einen Pfeil wirklich im Gesicht stecken und rennt damit einfach weiter. Das kann ich mir auch nicht bieten lassen. So, zack. Und zack. Und wieder nicht getroffen. Aber du. Und du. Und du. Und du. Und du hoffentlich auch. Ja, und du. Und du. Und du. Ah, schade, schade, schade. Jetzt ist da ein bisschen das mit der Mauszeiger hängen geblieben. Aber das waren jetzt auch unsere letzten Pfeile und ein schönes Solo jetzt am Ende. Super, super. Weiß nicht, wie oft ich jetzt nacheinander getroffen habe. Und das beenden wir doch jetzt gleich mal hier mit einem wunderschönen, ordentlichen Schwerthieb für 116 Damage. Und somit hat Yakinato der Weise es wieder mal geschafft. Und der ist jetzt gleich so übermütig und will sich bestimmt auch gleich. Naja, gut, das ist wirklich alles Krimskrams. Aber wir gehen mal zu den Sea Raidern und die wir hier vorhin hatten. Wo seid ihr denn? So, das bin ich, glaube ich, gewesen. Ah, diese 42er Gruppe Sea Raider, die wurde mir jetzt echt gerade sehr schmackhaft. Als ich gemerkt habe, oh, das geht eigentlich ganz gut hier. Aber nicht umsonst reiten wir auch solo und sind hier supermäßig drauf. So, Sea Raiders, da seid ihr. 42 Sea Raider. Und was ist jetzt los? Ah! Warum wird es auf einmal so neblig? Oh nein! Nebelgefecht! Nicht schlecht. So, gucken wir mal. Ich hoffe nicht, dass jetzt irgendwelche unliebsamen Überraschungen auf uns zukommen. In Form von irgendwelchen Abhängen oder... Wahrscheinlich werden wir noch nicht mal die ganzen Typen sehen. Wo seid ihr? Laufen wir gerade aneinander vorbei? Ich will jetzt auch nicht die Übersichtskarte rausholen. Das nimmt mir die Spannung immer ganz doll. Ich will jetzt einfach mal gucken. Wo seid ihr? Oh, das ist ja echt eklig. Also ab und zu wird Calradia halt von so... Wow! Ab und zu wird Calradia halt... Da sind sie alle. Ab und zu wird Calradia halt auch von so einer Nebelsuppe überfallen. Da geht dann gar nichts mehr. Da ist dann echt Polen offen. Oder Calradia in diesem Fall. Oh, zack. Und zack. Und wir machen jetzt erstmal so. Und danach können wir auch anders machen. Danach geht es natürlich in den Nahkampf. Mit der Lanze oder mit dem Schwert. Da habe ich mich noch nicht ganz entschieden. Ha, wir haben noch diese beiden Alternativen. Also ich habe mich eigentlich noch gar nicht entschieden. Wir werden mal gucken. Vielleicht erstmal ein bisschen Lanze, um gerade in diesem dichten Pulk halt ordentlich Schaden verursachen zu können. So, 230 Archery. Aha. Endlich mal wieder ein Pünktchen Archery gemacht hier. So richtig viele Sea Raider haben wir jetzt aber auch noch nicht ausgeschaltet. Und das muss ich jetzt mal ändern. Und, oh nein. Und wir haben gar keine Lanze mit. Wir haben nur irgendein anderes Zeugs. Deswegen müssen wir jetzt allein mit dem Schwert, wo ist unsere Lanze? Haben wir die etwa mitverkauft? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir echt nicht vorstellen, Leute.
dass wir unsere Lanze verkauft haben? Nee. Haben wir die, am Rücken haben wir die aber auch nicht mehr. Also was ist jetzt los? Ah, egal. Dann reiten wir die erstmal mit dem Schwert nieder und gucken dann, was nun eigentlich Sache ist mit der Lanze. Warum wir die hier nicht angepackt haben. Haben wir etwa, ach ja, wir haben ein Schild, wir haben einen Bogen und, ah, deswegen mussten wir die Lanze wegnehmen. Ja, natürlich. Jetzt wird mir alles wieder klar. So viele Waffenslots haben wir ja nun auch nicht. Oh, aua. Da hat das Pferdchen ein bisschen Schaden erlitten. Ja, die mit ihren zwei Händen sind natürlich sehr zu respektieren. Ja. Und auch die mit den Einhändern sind nicht cool. Wie gesagt, also hier diese einhändigen Äxte und diese zweihändigen Äxte, die machen mir immer am meisten Sorgen. Denn wenn die auf mein Pferd einpreschen, dann ist das fürs Pferd überhaupt nicht gut. Also ich glaube, so eine Axt tut einem Pferd auch viel, viel mehr weh als so ein normales Schwert, sage ich mal. So, und du wirfst hier mit irgendwas auf mich? Hier ist Fernkampfverbot in Caradia für dich, lieber Sea Raider. Denn du mit deinen blöden Äxten hast mir schon so oft den Sieg geraubt. Jedenfalls am Anfang. Könnt ihr euch daran erinnern? Am Anfang, wo wir immer gegen die Sea Raider gekämpft haben und es waren nur 7 oder so. Ah, jetzt sind es halt 40 oder 50, je nachdem. Und das ist auch mal wieder schön. Nach langer Zeit endlich mal wieder Sea Raider bekämpfen hier. Und nicht immer nur diese blöden Swardians oder diesen langweiligen Fernkampf-Rodoks. Nee, nee. Hier sind die wahren Männer gefragt. Zack. Jedenfalls die einzigen wahren Männer. Außer Yakinata dem Weißen. Die Sea Raider. So, und hoffentlich hauen sie mir mein Pferd jetzt nicht kaputt. Das wäre natürlich ein echt tragischer Umstand. Da müsste ich mich hier gegen die schätzungsweise 20 verbliebenen Sea Raider noch alleine durchsetzen. Ach, schon wieder 11 Damage fürs Horst. Fürs Pferd natürlich. Horst heißt er ja nicht, das Pferd hat noch keinen Namen. Aber ich denke, nach diesem Kampf auf jeden Fall könnte unser Pferd einen Namen erhalten. Das werden wir mal überlegen. Ich weiß allerdings noch nicht welchen. Und es wird kein deutscher, was weiß ich, allerwelts Name oder Klischee-Name sein, so wie Hans oder Horst. Aua! Aber erstmal müssen wir auch dieses Gefecht überleben. Und vor allen Dingen muss das Pferd erstmal dieses Gefecht überleben. Denn es kriegt hier ordentlich Schaden immer ab. Und ich hoffe nicht, dass es jetzt in die Knie geht, bevor hier nicht wenigstens alle Sea Raider kaputt sind. Denn diesmal werde ich nicht vom Pferd absteigen und hier irgendeinen Quatsch machen. So, 134 Experience für einen Sea Raider, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das heißt, hier kriegen wir 4000 Erfahrungspunkte, aber für einen Levelaufstieg, wie ihr wisst, braucht man ja immer ewig viele tausende Erfahrungspunkte inzwischen. So, und du bist der Letzte, oder? 10 Damage und 12 fürs Horse. Ah, das ist natürlich wieder heikel. Aber wo ist... Ah ja, natürlich, wo ist die Lanze, hat sich natürlich schon geklärt, diese Frage. Ja, und haben wir es geschafft? In dieser verdammten Nebelsuppe? Haben wir es geschafft? Juhu! 42 Sea Raider haben wir hier gekillt und dafür kriegen wir jetzt... Oh, Ausrüstung, Ausrüstung, Ausrüstung.